Sören. Hallo Malte. Na, was geht? Ja, alles beim Alten. Ey, du warst gar nicht beim Rap-Training letzte Woche mit. Nee, ich geh jetzt immer montags, da ist Musik. Echt? Wieso das denn? Das ist irgendwie mehr mein Ding. Das Rap-Ding ist irgendwie nichts mehr für mich. Das geht gar nicht, ey. Ach so. Es ist ganz große Kunst und die Friese, sie sitzt, das ist keine Krise, du hast dich nur weiterentwickelt. Ekelhaft, du verfasst gerade dein neues Stück und für die Atmosphäre ziehst du dich ins Reihenhaus zurück. Das ist nix, was ich feier und kein gutes Lied, denn sie machen keinen Bett mehr, sie machen jetzt Musik. Jeder halbstudierte Pseudo-Nerd, der langsam um die 30 ist, will das Rad jetzt neu erfinden, aber dafür reicht es nicht. Eine objektive Meinung, bloß kein Diss, rechtfertige dich für den Trottel, der du bist. Sag, was du denkst, aber nenn keinen Namen. Jetzt mal im Klartext. Ja, ja, du bist hart. Auf deinem Rider steht ne Menge Haargel plus Make-up. Du bist mit jedem cool, doch privat wirst du zum Hater. Es gibt mehr Statements von dir zu deinem neuen Style, als es Parts von dir gibt auf all deinen Alben. Also kämm dir nen Scheitel, lass dir nen Bart wachsen, setz dir ne Brille auf und nenn das Kunst. Alles cool bei dir, es gibt keinen Neid. Und mit deinem neuen Projekt triffst du den Zahn der Zeit. Du hast kein Beat und gönnst jedem sein Erfolg. Und in der Modeszene sagen alle, du gehst mal Gold. Ich bin gerührt von deinen Fans, sie schenken dir Blut. Ich will nur, dass ihr wisst, Musik hat mit Rap nichts zu tun. Also los, bezieh Stellung, wenn du den Arsch hast, und poste ein Statement zu dem, was ich gesagt hab. Kindergarten-Cypher und alle stehen im Kreis, doch das geht von Raum wie ein Blinder im Wald. Untergrundnetz oder Internet-Hype, sei dabei, wie deutscher Rap Inzest betreibt. T-Shirt, Feuerzeug, Poster und so, und der Schlüsselanhänger in der Special Edition ist für deinen Rap noch lange kein Kaufargument, auch wenn du es nicht Werbung, sondern Videobotschaft nennst. Wenn du auf Bildern, die du siehst, sowieso nix erkennst, ist egal, in welcher hippen Szene-Galerie du hängst. Du bist jetzt erwachsen, also was soll der Kinderkram? Such dir ne Jazzband und lies den Gedichtband zu Ende, du Intelligenzbestie. Also kämm dir nen Scheitel, lass dir nen Bart wachsen, setz dir ne Brille auf und nenn das Kunst. Alles cool bei dir, es gibt keinen Neid. Und mit deinem neuen Projekt triffst du den Zahn der Zeit. Du hast kein Beat und gönnst jedem sein Erfolg. Und in der Modeszene sagen alle, du gehst mal Gold. Ich bin gerührt von deinen Fans, sie schenken dir Blut. Ich will nur, dass ihr wisst, Musik hat mit Rap nichts zu tun. Also kämm dir nen Scheitel, lass dir nen Bart wachsen, setz dir ne Brille auf und nenn das Kunst. Alles cool bei dir, es gibt keinen Neid. Und mit deinem neuen Projekt triffst du den Zahn der Zeit. Du hast kein Beat und gönnst jedem sein Erfolg. Und in der Modeszene sagen alle, du gehst mal Gold. Ich bin gerührt von deinen Fans, sie schenken dir Blut. Ich will nur, dass ihr wisst, Musik hat mit Rap nichts zu tun. 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 Ich bin mir sehr, sehr sicher, ich weiß 100%, dass ich vor 30 Jahren, wenn ich das gehört hätte, was ich heute höre, hätte ich gesagt, das ist keine Musik. Das ist eben. Nein! Ich hätte gesagt, das ist keine Musik. Man muss das lernen, dieses in sich aufzunehmen, etwas draus zu machen. Das ist fast wie eine Wiedererkennung und man muss daran fast arbeiten und merken, wie was mit